So, also Speer ausrüsten. Und dann müsste ich hier unten eigentlich einen Bonus bekommen. Also irgend so ein Verzauberungsdingens. Ah. Nee, ist nur beim Speer selber. Das ist schade. Sonst dachte ich mir, ich könnte mit dem Speer zupieksen. Kriegt dann einen Buff auf allgemeinen Schaden. Und dann wechsle ich aufs Schwert, aber nö, nicht so wirklich. So, du kommst mit. Du. Trank der Geisterform. Das klingt interessant. Du machst Licht. Und da unten ist noch eine Schlange. Auge einer Schlange. Aber kein Lappen. Na gut, wer hat Ubuntu hier einen Lappen? Mit der hinter ihm haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Oh, sehr schön. Also, wir würden gerne verkaufen. Und zwar. Wie viel bringst du? 28. Wie viel bringt der normale Speer? Wie viel bringt der normale? Wie viel bringt der normale Speer? 14. Na gut, weg damit. Der Geistertrank macht. Dein Fleisch und dein Hab und Gut verlieren ihre Festigkeit. Jede normale Waffe geht durch hindurch. Allerdings verursachen deine Angriffe auch keinen Schaden. Okay, damit kann ich leben. Und wir haben elfische Unterwäsche. Damit können wir die Bücher sauber machen. Wir können bestimmt mit unserer, nee, mit einer elfischen Unterhose die Bücher von Joghurt sauber machen. Das müssen wir gleich mal probieren. Vorher noch mal kurz kaufen. Was hast du so an Rüstung? Gesteppte Rüstung, leichte Rüstung. Rüstungsstufe 3, Rüstungsstufe 2. Die hier sollen wir uns mal holen. So, Waffen. Gladius macht 80 Schaden. Hammer macht auch 80 Schaden. Was haben wir so? Wir haben 41 Schaden und 43 Schaden. Ja, nee, die sollten wir uns kaufen. Also du weg. Du weg. Und dafür Waffen, Gladius und Hammer. So, Bögen, Kurzbogen. Schaden 50, Genauigkeit minus 1. Brauche aber Bögen 3. Nee. Pfeile haben wir genug. Ja, nö, erstmal ausrüsten. Du bist meine neue Nummer 1. Du bist neue Nummer 2. Schwingen. Mwahaha. Ja, sehr schön. Und was machst du? Grüße, junger Unbekannter, und willkommen. Mein Name ist Fedora und ich bin eine hohe Zauberin von Gelida. Mein Gott, du bist aber appetitlich. Ich bin aber nicht essbar. Aber ich kann dir magische Gegenstände verkaufen. Hey, darf ich dir was zu trinken spendieren? Ich habe aber keinen Durst. Ich meine, gehen wir zu mir und ich zeige dir auch meine Briefmarkensammlung. Verstehst du? Nun, wenn du unbedingt gehen musst, dann will ich dich nicht belästigen. Komm wieder, wenn du etwas Zeit hast. Ja, gut. Kaufen. Rezepte. Benötigt 3 in Tränke. Giftreduktion. Ogerstärke klingt irgendwie interessanter. 40 Gold und 3 in Tränke. Haben wir schon 3 in Tränke? Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Teleport zur Mine. Warum sollte ich mich zur Mine teleportieren? Ach so, wenn wir auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würden, hätten wir wahrscheinlich den Heiligenschein nicht. Und könnten nicht einfach so immer hin und her zappen. Na, okay. Apropos hin und her zappen. Hihihi. So. Wurde gespeichert. Und jetzt geht's auf zu Joghurt. Schwert in die Hand. So. Ich weiß immer noch nicht, was die Kerze soll. Vielleicht soll die einfach nur ein bisschen stylischer sein und mehr in die Umgebung passen. Anstatt stundenlang mit so einem Sippo rumzulaufen. Vielleicht. Mal gucken. So. Jetzt zeige ich dir, was eine Hake ist. Genau. Zwei Schläge und weg bist du. So, jetzt drückt die Daumen, dass die Elfenunterwäsche funktioniert. Ich brauche etwas, um diesen ganzen Dreck zu beseitigen. Einen Lappen oder einen Staubwedel. Es geht nicht. Och, Menno.
Ablegen. Elfische Unterwäsche. Das ist schade. Was mit dir? Du hast deine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Oh. Waren wir hier schon mal drin? Ein Staubwedel. Ihr wollt mich doch veräppeln. Wedel, wedel, wedel. Wedel, 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 wedel. Fertig. Alles blitzt und funkelt. Hier nimm deine Münzen, alter Knacker. Sagst du mir jetzt, was meine Mission ist? Hanakon zu zerstören, deine Mission ist. Was? Das kann nicht wahr sein. Hanakon? Du meinst den Lord dieser Burg? Ja, der Meister und Lord dieser Burg Hanakon ist. In der Dunkelheit seine Macht wohnt. Okay, ich hab's kapiert. Und wo kann ich ihn finden? An der Spitze des höchsten Turmes dieser Burg er seine Behausung hat. Und wie komme ich da hin? Er stellt ganz schön viele Fragen. Eigentlich hat er immer nur so ein, zwei bei einem Orakel, aber na gut. Wächter, du musst töten erst, deren Schlüssel du kriegen musst. Die Tore von Hanakon, die Schlüssel werden öffnen. Also der Wurm zum Beispiel war einer der Wächter. Endgegner, vermerkt. Storyabschnitte habe ich. Was kannst du mir noch sagen? Wachsame Schatten musst du meiden. Besitznahme du musst meiden. Was? Also nicht gefangen genommen werden? Die Fähigkeit zu brechen, deinen Willen sie besitzen und vernebeln die größten Denker sie können. Ja, gut, dass unser Held nicht der größte Denker ist. Keine Sorge, ich habe schon einige getroffen. Sobald er mich sah, bat er um Gnade und floh wie eine verängstigte Maus. Nicht so ganz, aber ja. Lügner. Ausgezeichnet. Viel Glück in deiner Mission, junger Fremder. Okay, wir sehen uns. Ich denke, dieser Zwerg hat mich betrogen. Aber immerhin kenne ich jetzt mein Ziel. Du glaubst den Lügen dieses Scharlatans? Kannst du nicht sehen, dass er dich ausnutzt? Ich weiß nicht. Ich werde sehen, was passiert. Was war das? Genau, wir müssen jetzt Kanalisationen. Den Amboss und den Hammer haben wir noch nicht. Aber wir könnten einfach mal eine Etage tiefer gucken. Da ist nichts. Aber hier haben wir nicht alles Licht. Genau, wo fehlt hier noch ein Licht? Da unten bei dem Ork. Hallo Ork. Au. Leichter Dolch. Okay. Bitte lass da oben ein Amboss sein. Oh, scheint wirklich was zu sein. Nahkampfmeisterschaft und ein Amboss in einer Minitruhe. Komm schon. Ring der Präzision des Schützen. Schon wieder? Ich glaube, den hatten wir schon mal. Da, Ring des Schützen. Ring des Kriegers. Heiligenschein. Oh, Ring der Präzision des Schützen. Das ist wieder was anderes. Ausrüsten. Also du bist jetzt Schaden, du bist Präzision. Das heißt, für den Krieger bräuchten wir sowas auch noch. Oh, und die Rüstung sollten wir anlegen. Ausrüsten. Da, da, da. Okay, man kann nicht besonders viel sehen gerade. Da, da, da. Halt ein Lederwamst. Oder Kette? Kann ich nicht so wirklich gut erkennen. Rechts waren wir auch noch nicht. Und es fehlt immer noch ein Licht. War das da oben? Ja, da ist ein Kerzenleuchter. In der Wand ist nichts, in der Wand ist nichts. Also wir müssen einmal rüber. Dazu haben wir gerade das Ding verpasst. Und dann müssen wir da rechts gucken und... Also einmal nach rechts, einmal nach unten. Und überall Licht anmachen. Und unterwegs halt Augen offen halten nach Amboss und Hammer. Ich denke mal echt, dass sie hier irgendwo in der Mine sein werden. Das wäre sonst unsinnig. Was hatten wir da oben aufgeschrieben? Da war der Lehrmeister, ne? Genau. Ja, okay, kann stehen bleiben. Da waren Dingens. Enter. Da ist die Mine. Todesfallenraum. Bibliothek. Kanalisation und Gärten. Okay. So, jetzt fahr bitte. Wie wir das mit einfach nur warten, Gerugon? Ja, nächstes Mal.
Peaks. Hey, das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, jetzt muss ich warten, bis das ganze Ding von oben wiederkommt. Na gut, töten wir ein paar Schlangen. Es gibt Erfahrungspunkte. Bin noch nicht besonders viele, aber hey. Oh, damit... Jetzt fällt mir was ein. Okay, wir müssen von oben nach unten runterfallen. Aber wir müssen alle von diesen Seilen mitnehmen. Das könnte haarig werden. Ja, okay. Wir wollen jetzt einmal nach oben. Und da probiere ich das ein, zweimal. Und wenn das dann nicht klappt, mache ich es dann nochmal. Weil ich muss im genau richtigen Zeitpunkt nach oben drücken und wieder loslassen. Wieder nach oben drücken, wieder loslassen. Und nö, das kriege ich auf keinen Fall hin. So. Also warten, bis der doofe Ding da weg ist. Dann muss ich hier noch nicht. Aber gleich. Ah, okay, ich muss es... also ich muss es auch schnell genug wieder loslassen, sonst plumpse ich halt eine Etage tiefer auf das Dingens. Das heißt, ich muss da echt nur ganz kurz dran sein. Na gut, fahren wir jetzt mal runter, um auf das Ding zu fallen. Genau, probieren es noch einmal. Und wenn es denn nicht wird, suche ich weiter die beiden Gegenstände da. Ja, hier ist ein Knackpunkt. Das sind eigentlich überall Knackpunkte. Aber gut, wir müssen nur 5 Sekunden oder so rausholen. Ich glaube, die fehlten letztes Mal. Oder waren das 10? Na gut, machen wir jetzt mal so. Ja, gut, Geogon, vergessen wir das Ganze einfach mal. So, ein nach rechts. Du willst nicht so ganz. Dann halt so. Zing. Zing. Sauber. So, einmal nach rechts. Da sehe ich ganz... Oh, da oben ist ein Amboss. Da oben ist ein Amboss. Hier sind ganz viele Orks. Au, 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 au. Mein Fröschli ist tot. Wir sind gleich tot. Wow. Wow, wow. Nee. Oh, Mist. Wo sind wir? Machen wir Licht an. Ah, gar nicht so schlecht positioniert. Also gut, dann sehen wir uns gleich wieder.